Die Gwitains. Sie eilten zu Fuß in die Richtung, die Gurgi ihnen gewiesen hatte. In der Nähe eines gezackten Felsens blieb Gwydion stehen und ließ einen Freudenruf hören. Im lehmigen Boden des Uferhanges zeichneten sich Henwens Fußabdrücke so deutlich ab, als habe man sie mit dem Messer hineingeschnitten. »Gut für Gurgi«, rief Gwydion aus. »Er hat sich sein Reißen und Beißen verdient.« Hätte ich geahnt, wie sehr er uns nützen würde, ich hätte ihm zweimal so viel gegeben. Henwen hat den Fluss an dieser Stelle überquert, wir werden ein Gleiches tun. Der Fürst führte Melinga am Zügel zum Fluss hinab. Die Luft wurde plötzlich kalt und feucht. Ruhelos flossen die grauen Wasser des Avren an ihnen vorbei. Taran hielt sich an Melingas Sattelknauf fest. Ihm war nicht sehr wohl zumute. Gwydion schritt geradewegs ins Wasser hinein. Taran hingegen zögerte den Augenblick des Nasswerdens hinaus, solange es ihm möglich war. Doch auf einmal schoss Melinga vorwärts und schleppte ihn mit. Der Junge strauchelte und die eisigen Wellen spritzten ihm bis zum Nacken. Die Strömung wurde stärker und immer stärker. Sie wand sich wie eine graue Schlange um Tarans Beine. Plötzlich war der Grund unter seinen Füßen weg. Der Junge verlor den Halt und der Fluss riss mit gierigem Sog an ihm. Melinga begann zu schwimmen, aber die Strömung drehte ihn herum, so dass er mit Taran zusammenstieß und ihn unter Wasser drückte. Gwydion sah, was geschehen war. »Lass den Sattel los!« schrie er dem Jungen zu. »Schwimm von Melinga weg!« Taran hörte und sah nichts mehr. Jedes Mal, wenn er nach Luft schnappte, schluckte er Wasser. Gwydion kam herbeigeeilt, packte ihn an den Haaren und zog ihn ans andere Ufer. Taran schüttelte sich wie ein nasser Hund. Er spuckte und hustete. Auch Melinga hatte inzwischen das Ufer erreicht und kam herbeigetrottet. Gwydion blickte Taran scharf an. »Weshalb bist du nicht weggeschwommen, wie ich es dir befohlen habe?« fragte er. »Ich kann überhaupt nicht schwimmen«, gestand Taran unter heftigem Zähneklappern. »Warum hast du mir das nicht vorher gesagt?« »Ich glaubte, es sei nicht besonders schwierig. Hätte sich Melinga nicht auf mich gewälzt, wäre ich glatt hinübergekommen.« »Du musst lernen, mit deiner Dummheit fertig zu werden«, sagte Gwydion ärgerlich. »Was Melinga angeht, so hat er in seinem Pferdekopf mehr Verstand, als du voraussichtlich je erlangen wirst.« Er schwang sich in den Sattel und zog den triefenden, mit Schlamm beschmierten Jungen zu sich hinauf. Melingas Hufe klapperten auf dem Uferkies. Taran zitterte am ganzen Leib vor Kälte. Zufällig blickte er zu den Bergen hinüber. Sich deutlich vom blauen Himmel abhebend, zogen drei große, dunkle, gefiederte Vögel über das Firmament. Auch Gwydion, dessen Augen nichts zu entgehen schienen, hatte sie schon erspäht. »Das sind Gwydains«, rief er und riss Melinga scharf nach rechts herum. Taran verlor bei dem plötzlichen Ruck das Gleichgewicht. Die Beine emporgereckt kippte er hintenüber vom Pferd und landete auf dem Kies. Gwydion zügelte augenblicklich das Ross, er packte den Jungen beim Kragen, zog ihn wie einen Mehlsack zu sich empor. Dann trieb er den Schimmel in höchster Eile die Uferböschung hinauf. Über ihnen schrien die Gwydains. Bei den ersten Bäumen stieß Gwydion den Jungen vom Pferd und sprang ab. Taran mit sich zerrend, suchte er unter dem weit ausladenden Geäst eine Eiche Deckung. Im Sturzflug schossen die Gwydains herab. Mächtige Flügel peitschten gegen das Laubwerk. Taran sah Schnäbel und Klauen wie Dolche auf sich gerichtet. Er schrie auf und verbarg das Gesicht in den Händen. Aber die Gwydains drehten ab und zogen wieder hoch. In ihrem Sog rauschten die Blätter. Für die Dauer eines Augenblicks schienen die furchtbaren Vögel reglos am Himmel zu stehen. Dann eilten sie in westlicher Richtung davon. Taran war weiß im Gesicht. Er getraute sich kaum, den Kopf zu heben. Gwydion schritt zum Fluss hinab und blickte den Gwydains nach. Zögernd trat Taran an seine Seite. »Ich hatte gehofft, dass uns das erspart bleiben würde«, murmelte Gwydion. Seine Miene war düster. »Für diesmal, so scheint es, sind wir davongekommen.« Taran sagte nichts. Er war im entscheidenden Augenblick vom Pferd gefallen.
Er hatte sich unter der Eiche wie ein kleines Kind benommen. Nun wartete er auf Gideons Tadel, aber der Blick des Fürsten blieb auf die dunklen Flecken am Himmel gerichtet. »Früher oder später hätten sie uns ohnehin aufgespürt«, sagte er. »Sie sind Aravens Speer und Sendboten. Niemand bleibt lange vor ihnen verborgen. Wir können vom Glück sagen, dass sie bloß auf Erkundung gewesen sind und nicht auf einer Blutjagd. Nun fliegen sie nach Anuvin zurück in ihre eisernen Käfige. Ehe der Abend sinkt, weiß Aravn, wo wir uns befinden. Dann müssen wir auf der Hut sein.« »Zu dumm, dass sie uns entdeckt haben«, meinte der Junge ärgerlich, als sie dann weiterzogen. Gideon erwiderte ihm, dass es keinen Zweck habe, sich über geschehene Dinge zu grämen, und fügte hinzu: »Aravn hätte so oder so erfahren, wo wir uns aufhalten. Er lässt mich beobachten, seit ich von Caer Dathyl aufgebrochen bin. Die Glythains sind nicht die einzigen Kreaturen, die er in seine Dienste gezwungen hat.« »Aber gewiss die schlimmsten«, sagte Taran, während er sich bemühte, mit Gideon Schritt zu halten. »Weit gefehlt«, entgegnete der Fürst. »Die Glythains sind in der Hauptsache Aravens Kundschafter. Dazu werden sie von klein auf ausgebildet. Aravn versteht ihre Sprache und hat sie von dem Augenblick an, da sie das Ei verlassen, in seiner Gewalt. Dennoch sind die Geschöpfe von Fleisch und Blut. Ein Schwertstreich kann sie erledigen. Es gibt andere Knechte Aravns, gegen die alle Schwerter der Erde machtlos sind.« »Hast du von den Kesselkriegern gehört?« »Von den Kesselkriegern?« fragte Taran erstaunt. »Ich spreche nicht gern davon«, sagte Gideon. »Es sind Tote, die König Aravn aus ihren Gräbern geraubt und sich dienstbar gemacht hat. Er siedet sie, heißt es, so lange im schwarzen Kessel, bis sie zu neuem Leben erwachen. Doch was für ein Leben ist das? Die Kesselkrieger sind, wie die Toten, für ewige Zeiten stumm. Und ihr einziges Verlangen besteht darin, andere Menschen ins Unglück zu bringen. Aravn hält sie als seine Leibwächter in Anuvin, denn sobald sie sich von ihrem Herrn und Meister entfernen, beginnt ihre Kraft zu schwinden. Je länger und weiter weg von ihm, desto schwächer werden sie. Trotzdem sendet Aravn von Zeit zu Zeit einige dieser lebenden Toten aus, wenn es irgendwo eine besonders grausame Tat zu vollbringen gilt. Die Kesselkrieger sind gänzlich ohne Erbarmen und Mitleid. Aravn hat in ihnen jede Erinnerung an ihr früheres Menschsein ausgelöscht. Sie wissen nichts mehr vom Leid und Freude, von Sorge und Liebe. Von allen Missetaten Aravns ist dies eine der schrecklichsten. Nach langem Suchen entdeckte Gideon Henvens Spur noch einmal. Sie führte über ein Brachfeld zu einer flachen Schlucht. »Hier endet die Fährte«, sagte er stirnrunzelnd. »Doch Henven kann nicht gut in die Erde versunken sein.« Sorgfältig untersuchte er den Boden auf beiden Seiten der Schlucht. Taran war so müde und niedergeschlagen, dass er sich kaum noch auf den Füßen halten konnte. Er war froh, als die Abenddämmerung seinen Gefährten nötigte, von der weiteren Suche abzulassen. Gideon band Melinga im Dickicht fest. Taran ließ sich zu Boden fallen und stützte den Kopf in die Hände. »Henven ist endgültig verschwunden«, sagte der Fürst und holte etwas von seinen Vorräten aus der Satteltasche. »Mancherlei kann ihr zugestoßen sein. Hoffen wir, dass sie wohlauf ist.« »Was können wir tun?« fragte Taran bekümmert. »Der beste Weg ist nicht immer der kürzeste«, sagte Gideon. »Am Rande der Adlerberge soll ein uralter Mann hausen, Medwin mit Namen. Man erzählt sich von ihm, dass er mit allen Tieren Prydains auf vertrautem Fuße lebe. Wenn überhaupt jemand wissen kann, was mit Henven geschehen ist, dann wohl er.« »Den sollten wir also fragen?« meinte Taran. »Das wird nicht ganz einfach sein«, sagte Gideon. »Ich habe Medwin noch nie zu Gesicht bekommen. Andere haben nach ihm gesucht und ihn nicht gefunden. Die Hoffnung, ihn aufzuspüren, ist nicht sehr groß.« Ein Wind hatte sich erhoben und wisperte in den Baumkronen. Aus der Ferne war Hundegebell zu vernehmen. Gideon richtete sich auf. Er wirkte gespannt wie eine Bogensaite. »Ist das der gehörnte König?« fragte der Junge. »Ist er uns auf der Spur?« Gideon schüttelte den Kopf. »Keine gewöhnlichen Hunde bellen so«, sagte er. »Das ist die Meute von Gwym, dem Jäger. Auch er reitet also hier herum.« »Einer von Aravns Leuten?« fragte der Junge ängstlich. »Ich kenne den Herrn nicht, in dessen Diensten er steht«, sagte Gideon. »Vielleicht dient er einem, der größer ist als Aravn. Du musst wissen, dass Gwym stets allein durch die Lande reitet. Wo er mit seinen Hunden auftaucht, wird bald eine blutige Schlacht geschlagen. Er ahnt Tod und Gemetzel voraus, und während er den Kampf aus der Ferne beobachtet, bestimmt er die Krieger, die fallen müssen.
Über das Gekläff der Hundemeute hinweg erscholl der langgezogene Ruf eines Jagdhorns. Er traf Taran wie eine eiskalte Klinge mitten ins Herz. Von den Hügeln tönte das Echo hernieder. Es lag eine unsagbar tiefe Trauer in diesem Widerhall. Als sei alles, was gut und schön war auf dieser Erde, unwiederbringlich verloren. Vögel und Sonnenlicht, helle Morgen und warme Feuer, Essen und Trinken, Freundschaft und Treue und alle anderen Dinge, für die es sich lohnt zu leben. Gwydion legte Taran die Hand auf die Schulter. »Grimms Horn will uns warnen«, sagte er. »Nimm dir die Warnung zu Herzen, wie immer du sie verstehen magst. Doch hüte dich vor dem Widerhall. Manch einer hat ihm zu lange nachgelauscht, und nun wandert er ruhelos und verzweifelt von Land zu Land.« Taran wurde mitten in der Nacht von einem Vian Melingas geweckt. Während Gwydion aufstand und sich dem Schimmel näherte, gewahrte der Junge einen Schatten zwischen den Büschen. Er blickte betroffen hin. Gwydion wandte der Stelle den Rücken zu. Nun bewegte sich der Schatten abermals. Im Mondlicht war er gut auszumachen. Taran schluckte seine Furcht hinunter, sprang auf und stürzte ins Gebüsch. Dornenranken zerkratzten ihm das Gesicht und die Arme. Dann kriegte er etwas zu fassen, das heftig um sich schlug. Er spürte, dass er einen struppigen Kopf bei den Ohren gepackt hielt. Der Geruch eines feuchten Wolfshundes stieg ihm in die Nase. »Gurgi«, schrie Taran wütend, »was hast du hier in der Nacht herumzuschleichen?« Gurgi rollte sich zu einer Kugel zusammen, und Taran wollte im Zorn auf ihn einschlagen. Gwydion hinderte ihn daran. Er rief, »Lass das! Merkst du nicht, dass er vor Angst halb tot ist, der arme Kerl?« »Rettet euch euer Leben ein anderes Mal selbst«, erwiderte Taran patzig, während Gurgi in höchsten Tönen zu jaulen anfing. »Ich hätte mir denken können, dass glorreiche Feldherren auf den Beistand von meinesgleichen nicht angewiesen sind.« »Dass du dich nur nicht irrst«, meinte Gwydion freundlich. »Im Gegensatz zu gewissen Hilfsschweinehirten verachte ich keines Mannes Hilfe, die mir zuteil wird. Aber ein nächstes Mal solltest du lieber erst zu ergründen suchen, was dich erwartet, bevor du kopfüber in einen Dornenbusch springst.« Er unterbrach sich und klopfte Taran auf die Schulter. »Nun, immerhin glaubtest du ja mein Leben in Gefahr.« »Wie konnte ich auch ahnen, dass es bloß dieser alberne Gurgi war?« »Nehmen wir den guten Willen für die Tat«, sagte Gwydion. »Du magst alles Mögliche sein, Taran von Kerdalben. Ein Feigling, das sehe ich, bist du nicht. Ich spreche dir meinen Dank aus.« »Und was wird aus dem armen Gurgi?« heulte Tarans Gefangener auf. »Kein Dank für ihn, nein, oh nein, nichts wie Hiebe von großen Herren. Nicht einmal ein wenig reißen und beißen als Dank für die Hilfe beim Schweinchen suchen.« »Wir haben Henven nicht gefunden«, erwiderte Taran barsch. »Und wenn du mich fragst, es sollte mich nicht wundern, wenn du uns an den gehörnten König verraten hättest.« »Nein doch, nein! Der Herr mit dem großen Hirschgeweih ist ein Bösewicht. Der tapfere Gurgi fürchtet die schrecklichen Knüffe und Püffe auf sein armes, zartes Haupt. Er folgt tausendmal lieber seinen wirklichen Freunden und Beschützern. Das ehrliche, treue Gurgi will sie nie mehr verlassen.« »Und was ist mit dem gehörnten König los?« fragte Gwydion schnell. »Oh, sehr ärgerlich ist er, sehr ärgerlich«, sagte Gurgi mit einem Achselzucken. »Die bösen Herren reiten mit Murren und Knurren im Wald umher, da sie ein gewisses Schweinchen nicht finden können.« »Wo sind sie jetzt?« wollte Gwydion wissen. »Nicht weit von hier«, sagte der Tiermensch. »Sie haben den Fluss überschritten und viele Feuer angezündet, aber nur der brave, tüchtige Gurgi, der nichts als Undank erntet, weiß den Ort.« »Kannst du uns hinführen?« fragte Gwydion. »Ich muss ihre Pläne kennenlernen.« Gurgi verdrehte die Augen und winselte. »Reißen und beißen!« »Darauf musste es ja hinauslaufen«, stöhnte Taran. Gwydion sattelte Melinga, dann wanderten sie im Schatten der Bäume auf die mondhellen Berge zu. Gurgi lief leicht vornüber gebeugt an der Spitze und schlenkerte mit den Armen. Sie durchquerten zwei Täler, dann führte der Tiermensch sie auf die Kuppe eines Berges. Ihnen zu Füßen lag eine weite, von Fackeln und Lagerfeuern erhellte Ebene. »Nun«, brachte Gurgi sich in Erinnerung, »reißen und beißen?« Gwydion schenkte ihm keine Beachtung. Ein tiefes, dumpfes Getrommel dröhnte aus der Ebene zu ihm herauf. Pferde wieherten, Männer lärmten und Waffen klirrten. Gwydion duckte sich ins Farnkraut und hielt Ausschau. Eine Gruppe von Kriegern bewegte sich singend um einen weiten Feuerkreis. Dazu schlugen die Männer mit ihren Schwertern gegen die Schilde. »Sie tanzen den Kriegstanz«, flüsterte Gwydion.
Nicht weit von den Tänzern hingen an starken Pfählen einige große Weidenkörbe. Taran kam nicht dazu, den Fürsten nach ihrer Bedeutung zu fragen, denn plötzlich rief Gwydion: »Seht, der gehörnte König mit seiner Reiterei! Wie die Banner im Wind flattern! Ich kenne sie alle, ich kenne sie nur zu gut! Krieger aus allen Landen des Südens sind hier zusammengeströmt. Nun begreife ich, was gespielt wird.« Sie sahen, wie der gehörnte König mit einer lodernden Fackel in der Faust an die Weidenkörbe herantrat und sie in Brand steckte. Die Flammen erfassten die mit Pech und Werg gefüllten Körbe, schwarze Rauchwolken stiegen zum Himmel empor, die Krieger stimmten ein wildes Gebrüll ein. »Rasch«, befahl Gwydion, »lasst uns von hier verschwinden, wir haben genug gesehen.« Als der Morgen anbrach, ließ Gwydion an einem Brachfeld Halt machen. Bis jetzt hatten sie kein Wort miteinander gesprochen. Selbst Gurgi war still gewesen, die Augen vor Furcht geweitet. »Es steht schlimm für Prydain«, sagte Gwydion düster. »Aravn schickt uns den gehörnten König mit seinem Heer auf den Hals. Er hat eine mächtige Streitmacht um sich versammelt. Auf diesen Überfall sind die Söhne des Hauses Don nicht vorbereitet. Wir müssen sie warnen. Ich muss sofort nach Caer d'Atyl zurück.« Aus einem nahegelegenen Waldstück sprengte ein halbes Dutzend berittener Krieger hervor. Taran glitt aus dem Sattel. Der vorderste Reiter setzte zum Galopp an, geradewegs auf sie zu. Melingar wieherte zornig auf. Die fremden Krieger zogen die Schwerter blank.